Hallo Freunde der Spielkultur, jetzt habe ich den Uhu besiegt und jetzt möchte ich noch die anderen Enden vorbereiten. Und dazu möchte ich zuerst mal einen Moment, ich muss da noch schnell nachschauen, wie die Reihenfolge ist fürs andere Ende. Oh, die eiserne Regeln brechen Kuro treu bleiben. Diese Entscheidung im Kampf mit dem Uhu, bevor, nachdem man ihn besiegt hat, muss man auf der rechten Seite der Burgspitze nach unten springen, dort wo man früher da im Spiel Ashina besucht hat. Dort angekommen können wir einem Gespräch von Emma und Ishin lauschen. Okay, das machen wir jetzt mal. Wo Ishin, sagen wir. Oder wir gehen jetzt rein. Fragen wir mal nach dem Reis. Und dann gehen wir weiter. Wolf. Ich bin erleichtert. Und der Ich habe ihn. Das tut mir. Kurosa. Es tut mir leid. Ich habe ge. Wolf, danke. Mein Vater, er hatte. Versteh. Ja, wir sind. Ja? Das. Wolf, das. Etwas für. Hier. Reiskim, genau. Das? Ja. Wird sie. Er ist. Bei? Wolf. Kurosa, hm. Ich esse. Also ist du auch. Gut. Ich. Etwas. Ich mache dir etwas Leckeres mit dem Reis. Etwas. Du brichst auf. Wolf, ich zähle auf dich. Kurosama. Ah. Aha. Okay. Ist fein. Dort angekommen, Aschine besucht hat. Moment. Seite der Burgspitze nach unten springt, dort, wo man früher im Spiel Aschine besucht. Hier kann man sie belauschen, glaube ich. Oder war Aschner besucht hat. Dort angekommen können wir den Gespräch von Emma lauschen. Genau, das war das Erste. Michiro irgendwann auftauchen wird, um sie einzusetzen. Die andere sterbliche Klinge. Um Ashina zu beschützen. Er wird alles aufgeben, was ihn ausmachte, nicht wahr? Ja. Von meinem Enkel hätte ich nichts Geringeres erwartet. Doch ich kann nicht zulassen, okay, dass er Kuros Blut verwendet. Er kann die Klinge nur noch ein paar Mal führen.
Dann werden die Tengu nicht mehr existieren. Aber da ist noch der andere. Wenn man nur eine Figur rastet, ist er immer wieder beim in das Zimmer. So, angekommen, können wir ein Gespräch mit Emma lauschen. Wenn man an der Figur rastet, ist Emma wieder bei dem Kuro ins Zimmer. Dort muss man nun die Wände entlang laufen, bis man Kuro und Emma durch eine Holzwand belauschen kann. Gut, das machen wir jetzt als nächstes. Das machen wir jetzt als nächstes. Das machen wir jetzt wirklich als nächstes. Weil... Jetzt werden wir uns einfach vorbereiten auf das letzte Ende. Rasten. Dann wird sie wieder da sein. In Kuro sein Zimmer steht. Einen Moment. Zimmer. Gut. Gut, 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 das haben wir jetzt auch. Jetzt müsst ihr herumgehen. Wir haben es fast geschafft. Ja. Was nötig ist. Bis zu Kuro und Emma Hilfe brauchen kann. Wir haben es fast geschafft. Ja, tu, was nötig ist. Nochmal rasten. Das ist mal das nächste. Rasten. Gut. Dann wird sie wieder weg sein. Ja. Jetzt kann man sie oben an. Rastet ist Emma noch nicht mehr im Zimmer, sondern die Treppe nach oben auf den Burgspitze gegangen. Dort muss man nun mit Emma reden und man erfällt, dass sie etwas zu verbergen hat. Moment, muss ich mir die Zeile markieren? Ich meine, sie braucht etwas Zeit, weshalb man einfach an der Figur rastet und wieder mit ihr spricht. Okay. Das machen wir, wieder mit ihr spricht. Sie meint, sie braucht man erfahrt, dass die Figur rastet und wieder mit ihr spricht. Man erhält Thomas Brief, das von einer Reinigung erzählt. Außerdem will sie Sekiro am alten Grab treffen. Das sind unsere nächsten Schritte. Perfekt. Dann reden wir mal mit ihr. Tut, was nötig ist. Das waren die Worte des göttlichen Erben. Er verheimlicht etwas. Ich verstehe. Was ist los? In seinen Aufzeichnungen sprach Takeru-sama von Enthauptung. Ja. Vielleicht ist der Akt der Enthauptung das Mittel, um die Unsterblichkeit aufzuheben und das Leben des göttlichen Erben zu beenden. Was? Wenn ihr dem Pfad zur Aufhebung der Unsterblichkeit folgt, müsst ihr die sterbliche Klinge benutzen. Um das Leben meines Herrn zu beenden. Ja. Kurosama wünscht sich die Aufhebung der Unsterblichkeit. Das verstehe ich. Wirklich. Aber dennoch, werter Wolf, gibt es vielleicht einen Weg, wie wir Kurosamas Leben bewahren können? Das Drachenerbe ist keine gewöhnliche Macht. Es könnte einen solchen Weg geben. Also gut, werter Wolf. Ich bitte euch, mir zu helfen, diesen Weg zu finden. Einen Weg, dass Kurosama nicht sterben muss. Ich stimme zu, Kuro darf nicht sterben. Nein, mein Herr wünscht die Auferhebung. Sie meine, sie braucht etwas Zeit. Moment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie meint, es braucht etwas Zeit, weshalb man einfach so an der Figur rastet und wieder
von dieser... Ich werde meinen Herrn nicht sterben lassen. Danke. Wir brauchen einen Ansatz. Ja. Oh, ja. Tomoe Samas? Werter Wolf, ich habe vielleicht einen Ansatz gefunden. Ich werde recherchieren und euch informieren, sobald ich etwas weiß. Danke. Außerdem sollten wir... das vor dem göttlichen Erben geheim halten. Ja. Ist das damit gemeint? Oder habe ich es jetzt verkackt? Wenn ich es jetzt verkackt hätte, wäre ich ganz dezent angepisst. Außerdem ist die Sekunde... sie ist noch oben. Drehen wir nochmal mit dir. Werter Wolf. Ich habe etwas herausgefunden. Hier. Ah, Thomas Notiz, perfekt. Aber dass man warten muss, hat sie nicht gesagt. Die Reinigung. Ja, es gibt einen Weg, die Fesseln zu durchtrennen und den Träger des Drachenblutes zu einem Menschen zu machen. Hierfür benötigt man eine Blume vom immerblühenden Baum. Ich habe es euch bereits erklärt. Der immerblühende Baum ist ein Sakura-Baum, den Takeru-sama aus dem Reich der Götter hierher brachte. Irgendwer hat jedoch einen Zweig des Baums abgeschnitten und alle Blumen gestohlen, sodass der immerblühende Baum schließlich vertrocknet und verwelkt ist. Der immerblühende Baum ist für immer verloren. Und dorthin reisen, man schon wartet, nachdem man mit ihr gesprochen hat, bis ich sich zum Dämon bin. Noch ein paar Blumen. Bildhauer, wenn man hinter den Tempel geht, kann man direkt. Er war im Besitz meines Vaters. Meister Uhu, aber es sind keine Blumen. Dorthin reisen, wo man immer schon wartet. Nachdem man mit dir gesprochen hat, bewegt. Als der immer blühende Baum noch existierte. Ganz gleich, wie sehr ich es versuche. Die Erinnerungen bleiben verschwommen. Ihre Gräber. Was? Ich denke, ich sollte die Gräber von Takeru-sama und Tomoe-sama besuchen. Dort stand der immerblühende Baum. Okay. Vielleicht kommen die Erinnerungen dann zurück. Okay, perfekt. Das ist mal das Nächste. Jetzt müssen wir zum alten Grab. So heißt das. Dann muss doch dahin reisen, wo Emma schon wieder neue hat. Bewegt sich zum maroden Tempel. Okay. Maroden Tempel ist das Nächste. Und dann müssen wir den Tempel lauschen. Viel, viel Arbeit. Reisen wir zu dem Burg, nicht? Altes Grab. Da müssen wir jetzt hin und da wird sie noch auf uns warten. Ach Gott. Eins noch, jetzt muss ich noch was anderes nachschauen. Okay, Leute, ich möchte aber zuerst das mit den Reisbällchen machen. Inventar. Den Reisbällchen essen. Moment. Ich gehe doch mal noch. Ah, nein. Ich muss doch nochmal reisen. Sichere Ortskurs Zimmer, Moment. Kind, jetzt probiere ich das wieder mit dem Kind. Anscheinend habe ich die Reisbällchen doch noch gegeben. Kind krank und blablabla. Man als Belohnung einen Portion Reis für Kuro. Diese muss mit natürlich zu Kuro in den Zimmer gebracht werden. Diese hingegen verwandelt den Reis in süße Reisbällchen, nachdem man wieder rastet und ihn. Ja, gut. Reden wir mit ihm. Und jetzt? Kurosama. Ah, süßes Reisbällchen. Süße Kleb, ich habe sie mit dem Riss nur. Okay, perfekt. Schüchtern. Das wollte ich noch machen. Hingegen verwendet ein Reis, süße Reisbällchen, nachdem man wieder rastet und hin und her reist, nachdem man das süße. Okay. Das machen wir jetzt. Essen wir das süße Reisbällchen. Wow. Das ist wirklich gut. Das ist
Gut, dann rasten wir. Dann reisen wir zum göttlichen Kind. Und dann, nach man das Süße gegessen hat, müssen wir wieder zurück zum göttlichen Kind und ihr Bericht erstatten. Lass man nun wieder ein wenig Zeit verschwenden und kehrt zum inneren Heiligtum zurück, ist das göttliche Kind nicht mehr da. Es befindet sich jetzt in der Gebiet, in dem man die Wandschirme abbekam, kämpft hat und kein kniet vor dem Baum in der Mitte. Okay. Reisen wir dorthin. Sicherer Ort. Da wollen wir noch hin. Dann gehen wir zurück zum... Moment. Zum Grab. Muss ich mal schauen, wie lange ich schon gemacht habe. Ah, noch nicht so lang. Das geht. Ach ja, zurückgehen. Zu der Internetseite. Hochscrollen. Aber jetzt sind wir auf den richtigen Weg, dass wir alle... Hast du dem göttlichen Erben den Reis gegeben? Ja, er hat Reisbällchen daraus gemacht. Mhm. Gute Reisbällchen. Der göttliche Erbe des Drachenerbes, er hat sie selbst gemacht? Ja, und er hat sich viel Mühe damit gegeben. Ich habe eins probiert. Es war köstlich. Es freut mich, das zu hören. Oh, ich verstehe. Er ist zwar der göttliche Erbe des Drachen, aber er ist immer noch ein Mensch. Was sage ich denn da? Natürlich ist er das. Er hatte sicherlich auch seine Zweifel, die Unsterblichkeit aufzugeben. Dennoch ist das der Weg, den er gewählt hat. Es gibt etwas, das ich dich fragen möchte, Shinobi des göttlichen Erben. Ja? Wie lautet sein Name? Kurosama. Kurosama. Der Name gefällt mir. Ich würde ihn eines Tages gerne kennenlernen. Okay, ich glaube, das war's. Dann haben wir das auch geschafft. Jetzt rasten wir mal. Sie ist noch immer da. Rasten wir nochmal. Oder müssen wir irgendwie ein anderes... Okay, machen wir es so. Reisen wir zum alten Grab. Und dann schauen wir nochmal her, zum Schluss. So können wir das machen, dann haben wir alle Enden. Ich kämpfe mich nachher noch zum Endboss vor. Mach halt alles so... Ach ja, nein, Blödsinn, das neue Gebiet machen wir nachher noch. Und dann kämpfe ich mich zum Endboss vor, so... War der Plan, oder so ist mein Plan jetzt. Warum gibt es denn keinen anderen Weg? Seid gegrüßt. Werter Wolf, wie lange seid ihr denn schon hier? Konntet ihr euch an irgendwas erinnern? Ja, ich hätte es zu verbergen. Nein. Ich kann mich an nichts erinnern. Nichts? Ganz genau. Es tut mir leid, aber ich kann mich an überhaupt nichts von Bedeutung erinnern. Vielleicht kann einer meiner alten Freunde helfen. Ich treffe mich mit Orang-Utan am maroden Tempel. Orang-Utan? Ja, das ist der alte Spitzname des Bildes. Marode Tempel und redet mit dem wenn man hinter den Tempel geht, kann man sie beide durch ein Loch in der Wand belauschen und Emma danach gleich zur Rede stellen. Sie geht zu Sekiro eine Glocke, welche man an der Buddha-Statue darbieten muss, die einen zum optionalen Gebiet Hiratas Anwesen gebracht hat. Es bringt Sekiro zu einer anderen Version des Hinata-Anwes mit neuen Gegnern und Minibossen. Am Ende angekommen, wartet nun nicht der Schmetterling-Bosskampf, sondern ein weiterer Kampf mit dem großen Shinobi Uhu. Nachdem man ihn besiegt hat, erhält man von ihm ein Item. Nun muss man die Handlung bis zum Ende spielen. Wählt man diese Item, um es Kuro zu geben, erhält man die Trophäe. Okay, perfekt. Dann reisen wir jetzt zum maroden Tempel. Ah, ich bin zufrieden, wenn ich das jetzt so schaffe. Das war eine gute Entscheidung. Maroder Tempel, das passt. Dass ich das alles mache, weil das andere Ende, da lade ich einfach das Ding.
lade ich einfach den Speicherstand wieder. Den habe ich hier im Desktop. Und dann, normalerweise ist sie schon da. Ja, sie ist schon da. Und dann ist es so, dass ich, ja. Hey, den Loot habe ich mir auch noch nicht geholt. Lauschen. Um der Unsterblichkeit ein Ende zu setzen, müssen entweder er selbst oder Kurosama sterben. Wieso nur ist das der einzige Weg? Also, wirst du es ihnen vorenthalten? Aber Orang-Utan, wenn ich ihm das gebe, wird er sterben. Jetzt stellen wir sie zur Rede. Werter Wolf, ich mochte schon immer den Klang. Kürbissamen geben. Fragen, was du mit angehört hast. Einer von uns muss sterben. Was sollte das bedeuten? Habt ihr die ganze Zeit zugehört? Natürlich. Ich habe es gesehen. Jener Tag. Unter den Zweigen des immer blühenden Baums. Tomoe-sama wollte Selbstmord begehen. Warum? Sie sagte, jene, die durch den Eid des Drachenblutes unsterblich sind, fesseln ihre Meister. Um die Reinigung durchzuführen, muss derjenige, der an den Eid des Drachenerbes gebunden ist, sterben? Ja, ganz genau. Aber sie hat die Reinigung nie erreicht. Korrekt. Ihr fehlte die sterbliche Klinge. Ich will Kurosama nicht verlieren, oder euch. Aber alle Pfade enden nur in Sackgassen. Bakusi verbirgt. Leise gehen. Was verheimlicht ihr? Das habt ihr also auch mit angehört. Antwortet. Alles gehört. Was nötig ist. Ich lebe nach diesen Worten. Und mein Meister auch. Hier. Okay, jetzt haben wir die Vaters Glockenamulett. Ein Glockenamulett, das den Uhu gehört. Der Uhu besaß die Glocke sehr lange. Sie im Maronentempel zu opfern, könnte dir eine andere Erinnerung zeigen. Also zuvor, niemand weiß, wieso diese schützende Glocke existiert. Vielleicht verwahrte sie der Uhu für sie selbst oder wollte sie jemanden geben. Ist das eine Glocke? Jetzt haben wir alle Schritte. Abgefallen, wenn ich mich nicht irre. Ihr und Meister Uhu teilt eine tiefe Verbindung. Wenn ihr Buddha diese Glocke opfert, wird eure Erfahrung vielleicht vom letzten Mal abweichen. Ich werde es versuchen. Okay, cool. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen euch erwarten werden. Na, ich will es auch nicht wissen. Die Glocke gehörte Meister Uhu. Seid bitte vorsichtig. Ich habe kein Gewiss, kein mehr. Aber bevor wir das uns ansehen, möchte ich zurück zu dem göttlichen Kind gehen und mal schauen, ob sie wirklich dann dort ist, wo es geschrieben war. Also können wir gleich hier, reisen wir da wieder hin. Momentan, das ist heute eine Reise-Reise-Folge, wenn man es ganz genau nimmt. Ist noch immer da. Reden wir nochmal mit ihr. Meine, wenn werde ich endlich kann. Wir begrüßen heilige Kapitel. Also. Das ist für euch. Was ist das? Ich fand eine Nachricht, euch das hier zu geben. Danke. Ich werde es annehmen. Was ist los? Ich kann nicht an... Shinobi des Göttlichen, du bist hier willkommen. Ich hab keine Kiki mehr. Wohl, Shinobi des Göttlichen Erben. Mögen die Ernten... Vielleicht ist es auch noch nicht Zeit dafür, dass sie drastisch nochmal. Ich lasse das irgendwie nicht auf mich sitzen. Ah, sie ist weg. Aha, perfekt. Dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir drei Möglichkeiten, welches Ende wir mehr haben möchten. Jetzt schauen wir, wenn sie wirklich dort sitzt, bin ich zu 100% zufrieden. Ja, auch noch fixe. Wie cool ist denn das? Drehen wir mit ihr? Ich will sie nicht verlieren. Aber wenn ich mich dazu entscheiden würde,
das Drachenerbe zurückzubringen, kann es passieren, dass ich euch alle verlassen muss. Danke für diese freundlichen Worte. Aha. Meine Freunde, hört mir zu. Er hat tatsächlich ein gutes Wesen. Das hat er mir gegeben. Seid gegrüßt. Oh, Shinobi des göttlichen... Jetzt haben wir's. Ich habe dich nicht hereinkommen gehört. Nur dank dir war es mir möglich, eine tiefgehende Unterhaltung mit meinen Freunden zu führen. Mit den Kindern des ewigen Wassers? Ja, es gibt etwas, das ich besprechen möchte. Wir sollten nicht versuchen, das Drachenerbe aufzuheben, sondern es an seinen rechtmäßigen Platz zurückbringen. An seinen rechtmäßigen Ort? Genau. Das Drachenerbe wurde in seiner Heimat freigesetzt und ist dann nach Japan getrieben. Seine Macht war nie für dieses Land bestimmt. Solange niemand etwas unternimmt, wird es weiterhin das Leben derer zerstören, die ihm begegnen. Das Drachenerbe und die mit ihm verbundenen Menschen. Es ist gut und richtig, dass sie nach Hause zurückkehren. In den Westen. Zum Geburtsort des göttlichen Drachen. Es gibt jedoch ein Problem. Ich kenne das genaue Ziel nicht. Wer könnte das wissen? Vielleicht aber der Hohepriester des Senpo-Tempels. Oder... Und er ist's? Er ist der Gründer des Senpo-Tempels. Ich frage mich, wie alt er ist. Du findest ihn in der schmalen Höhle, nicht weit von hier. Shinobi des göttlichen Erben. Ja? Dieser Weg unterscheidet sich von dem, der zur Aufhebung der Unsterblichkeit führt. Und ich möchte dir nicht meine Meinung aufdrängen. Wenn du das Drachenerbe zurückbringen willst, solltest du den Hohepriester im Senpu-Tempel aufsuchen. Ich denke darüber nach. Moment, jetzt möchte ich das mal wissen. Baum in der Mitte. Nachdem man das süße Becher gegessen hat, muss man wieder zurück zum göttlichen Kind und die Berichte erstatten lassen. Man nur wieder ein wenig Zeit verstreichen und kehrt zu ihnen inneren Heiligtum zurück, ist das göttliche Kind nicht mehr da. Es befindet sich jetzt im Gebiet, in dem man die Wandschrammapfen bekämpft hat und kniet vor den großen Baum in der Mitte. Die Höhle in der Nähe. Der ist normalerweise hier. Nicht im Senpo-Tempel, oder? Das möchte ich jetzt noch wissen, weil beim nächsten Mal schauen wir uns jetzt das neue Gebiet an. Aha. Ich bin mir gerade nicht sicher. Schauen wir mal alles durch. Nö. Muss ich nochmal mit dem göttlichen Kind des Drachen. Der ist ja da gesessen.
des göttlichen Erben. Wenn du das Drachenerbe zurückbringen willst, solltest du den heiligen Priester im Senpo-Tempel aufsuchen. Seine Heiligkeit ist in der schmalen Höhle nicht weit von hier eingesperrt. Hä? Ja, dann bewegen. Okay. Ja. Machen wir das, jetzt gehen wir mal. Handlung von Kind, die Ägypter, Kapitel, wenn sie dir an mit ihr spricht, bitte, gerade dem Heiligen Heiligen. Pui, 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 auf die habe ich schon wieder vergessen. Und die hasse ich auch. Drei auf einmal, das ist sicher. Lasst mich allein. Ruhe. Ja. Sehen Sie mich wenigstens nicht mehr. Irgendwo in dieser Höhle. Hier war ich nicht einmal noch. Heilig Kapitel Rückkehr der Drachen. Ah, cool. Das ist toll, das brauchten wir. Das müssen wir, glaube ich, dem Kind jetzt geben. Jetzt haben wir eh schon alles, was wir wissen wollten. Und ich habe auch schon überzogen. Das machen wir jetzt noch schnell. Moment, jetzt machen wir wieder das gleiche wie vorher. Wir reisen zum letzten Punkt. Letzten besuchten Figur. Perfekt. Gut. Was? Jetzt sitzt die wieder da. Hä? Okay, gebe ich wieder das. Shinobi, hast du schon... Er war tot. Der Hohepriester war... Ich weiß es nicht. Ja. Ich werde mir das ansehen. Ich verstehe. Der Verzehr von zwei Schlangenkaki ermöglicht es einem,
zu einer Wiege für den göttlichen Erben zu werden. Dadurch wird es möglich, das Drachenerbe in sein Heimatland zurückzubringen. Mhm. Ich werde die Wiege sein. Seid ihr sicher? Natürlich. Ich bin das einzige überlebende göttliche Kind des ewigen Wassers. Der Tod wird mit mir kein leichtes Spiel haben. Shinobi des göttlichen Erben, wenn du das Drachenerbe zurückbringen willst, bring mir 2 Schlangen, Kaki. Wo soll ich anfangen? Man sagt, dass die Leber einer großen Schlange rot wie eine Kaki ist. Habe ich das schon gemacht? Und dann bringen wir schnell die Schlange um. Wo ist mein Schlangenherz? Nö, haben wir noch nicht. Gut. Das ist jetzt aber auch mein Zeichen. Und beim nächsten Mal gehen wir in das neue Gebiet. Das alternative Hinata-Anwesen. Und wir töten die Schlange. Was die 2 Schlangen kackig sein sollten, weiß ich auch nicht. Aber okay, dann sage ich nur mal, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch gefallen hat oder gefallen oder wie auch immer, dann lasst mir ein Abo da und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und ich sage jetzt nur mal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.